Am Wort FPÖ-Gesundheitssprecherin Brigitte Povisil. Bei allen Digitalisierungsnovellierungen im Sinne des erleichterten Zugangs zum Gesundheitssystem muss eines ganz klar sein. Und das ist mir als Ärztin besonders wichtig. Im Hintergrund muss immer ein Arzt-Patienten-Verhältnis und immer ein Arzt-Patienten-Kontakt gegeben sein. Wir wollen nicht den digitalen Mediziner und wir wollen auch nicht die Anonymisierung des völlig unersetzlichen Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patienten. Nun gibt es bereits jetzt im Rezeptpflichtgesetz die Möglichkeit der elektronischen Signatur. Die ist noch ein bisschen kompliziert und wir wollen diese, die Frau Ministerin möchte diese auch vereinfachen. Durch die Nutzung der bestehenden Infrastruktur wie dem Gesundheitsinformationsnetzes, das auch ein Teil der E-Card-Infrastruktur ist, besteht keine Mehraufwendung und es besteht auch die gebotene Sicherheit dieses Netzwerkes. Das E-Rezept ist damit fälschungssicher, es kann nicht kopiert und auch nicht mehrmals eingelöst werden. Es ergibt sofort eine Information über die Anzahl der eingehobenen Rezeptgebühren, die tagesaktuell an den Krankenversicherungsträger weitergemeldet wird. Es gibt keinen Missbrauch, es gibt kein Verlorengehen und insgesamt dient damit diese Novelle auch zu einem, was wir ja ständig versuchen, was ein wichtiger Schritt für uns ist, nämlich ein weiterer Rückschritt in der massiven Bürokratie, die dieses Gesundheitssystem hat. Aber natürlich kann der Patient nach wie vor ganz einfach zum Arzt gehen, mit ihm ein Gespräch führen, das Rezept einlösen, in die Apotheke gehen und sich sein Medikament persönlich holen. Die elektronische Signatur werde vereinfacht, sagt Brigitte Povisil, FPÖ-Gesundheitssprecherin. Das elektronische Rezept sei damit fälschungssicher.